Guten Morgen, ich stehe hier in Bad Blankenburg am Bahnhof, bin jetzt mit dem Zug hierher gekommen und werde euch heute einen Tag den Saale-Radweg zeigen. Natürlich nicht den ganzen Saale-Radweg, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Bad Blankenburg selbst liegt jetzt nicht an der Saale, aber wir kommen hier vorne relativ schnell an die Saale ran. Hier in Blankenburg mündet die Schwarzaa in die Saale und ab da ist es dann eigentlich auch schon der Saale-Radweg. Und ich steige gerne hier aus, weil ich hier keinen Fahrstuhl brauche und keine Treppen habe und so weiter und so fort. Hier ist also ein ebenerdiger Ausstieg oder Zustieg möglich. Und das sind auch nur ein paar Kilometer bis Saalfeld. Wetter ist jetzt nicht so doll. Ich habe die Regensachen mit für alle Fälle. Aber eigentlich soll es dann heute ganz gut werden. Mal gucken, vielleicht kommt auch ein bisschen die Sonne raus. Und wir fahren Richtung Norden, also Richtung Jena. Und dann auf jeden Fall noch ein Stück weiter. Ich weiß noch nicht, wie weit. Lassen wir uns mal überraschen und gucken, was es alles Schönes hier auf diesem Saale-Radweg zu entdecken gibt. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Strecke vom Saale-Radweg, eine sehr flache Strecke vom Saale-Radweg, also auch gut für alle, die es nicht so bergig mögen. Ab hier ist der Saale-Radweg wirklich entspannt. Viel Spaß beim Zuschauen und dann bis später. Was da vorne so raucht, das ist das Gewerbegebiet, das Industriegebiet von Rudolstadt-Schwarzer. Da müssen wir leider durch, aber das haben die ganz gut gelöst. Also da ist der Radweg schön abgetrennt. Da hat man relativ wenig Stress mit LKWs und so. Und so viel ist da auch tatsächlich gar nicht los in dem Gewerbegebiet. Hier hat sich auch einer sehr kreativ ausgetobt, was seinen Vorgarten angeht. Und hier haben wir die Saale und hier rechts kommt die Schwarzer rausgeflossen mit ordentlich Karacho. Hat auch ein bisschen mehr Schlamm als die Saale. Es hat ja ordentlich geregnet im Thüringer Wald gestern Abend und heute Nacht. Und hier werden wir jetzt in diese Richtung folgen, also immer schön bergab. Das ist das jetzt hier, das Industriegebiet. Da kann man wirklich gut durchfahren. Das ist zum Glück kein Industriegebiet, wo jetzt wahnsinnig viel LKW-Verkehr ist oder so. Hier sind keine ständigen Zulieferungen. Von daher ist das hier alles sehr entspannt. Da war irgendeine Kindergartengruppe drauf. Schön, ein Ausflug zum Vorpfingsten. Wir haben ja heute Freitag vor Pfingsten. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das heute wird mit der Heimreise. Also wahrscheinlich werde ich ganz spät erst nach Hause fahren, wenn so der ganze Trubel vorbei ist. Also ich denke mal, heute Nachmittag habe ich keine Chance, irgendwo in Zug zu kommen. Das wird so voll werden, das macht dann auch keinen Spaß. Von daher kann ich mir schön Zeit lassen. Und ich habe morgen auch noch frei und morgen soll das Wetter auch schlecht werden. Also ist das eigentlich auch egal, wann ich heute Abend ankomme. Das Rudolstädter Altstadtfest findet statt. Dann wird das ab morgen sein, 17, 18, 19, das ist das Pfingstwochenende. Gut, dann sieht man hier von dem Marktplatz jetzt nicht so viel. Naja, ist nicht so schlimm. Ich komme ja irgendwann mal wieder her.
Und jetzt geht's durch dieses herrliche Saaletal. Man fährt relativ flach. Man hat rechts und links die Berge. Das ist wunderschön. Irgendwann kommen auch noch mal ein paar Burgen. Das ist auch Hotel, ja, ne? Ja, Hotel und Restauration. Ah. Ja, das sieht schon schön aus. Mal gucken, ob man hier einen schönen Blick hat vom Fenster. Nee, hier sind auch nur Bäume. Seite mal schauen. Ja, so ein bisschen kann man hier gucken. Ja, sehr nett. Gefällt mir gut. Habe ich auch noch nie gesehen, dass man so Baumzweige in die Vase stellt. Baumäste. Ein schönes Wildblümchen. So, jetzt gibt es für mich eine erste Pause. Ich habe von gestern noch, ich war gestern schon unterwegs mit dem Rad, das habe ich aber nicht gefilmt. Da habe ich nur das Short reingestellt, wo ich bei Stork beim Fabrikverkauf war. Und da habe ich mir noch ein Kuchenteilchen von Arnstadt, von so einem ganz süßen kleinen Bäcker. Und das gibt es jetzt. Das lasse ich mir jetzt schmecken und dann geht's weiter. Bis später.
Da oben haben wir die Leuchtenburg. Zur Abwechslung sehen wir auch mal die Saale wieder. Richtung Jena geht es hier gleich nach links. Zur Leuchtenburg geht es hier hoch. Ne, da will ich ja nicht hin. Und Jena 19 Kilometer. Stand gerade ein Schild, die Beukeler Outlet. Also hier ist Grison die Beukeler irgendwo, das weiß ich. Sind die in Kahla? Ah, das wäre es ja. Ich war ja gestern erst im Fabrikverkauf, wenn ich da jetzt heute schon wieder hinfahre. So, ich habe gerade geguckt, das ist gleich hier oben auf dem Berg. Jetzt fahren wir doch mal hoch, packen uns wieder die Taschen voll heute. Aber heute habe ich gar nicht genug Geld dabei, um mir die Taschen voll zu hauen. Ja, da drüben ist es doch. Fabrikverkauf, die Beukeler Prinzen, Grison. Also hier war ich tatsächlich noch nie. Das wusste ich auch gar nicht, dass hier ein Grison ist. Na fein. Wow, was für eine riesen Auswahl an Zweitwahl. Und was cool ist, du kannst jede Sorte einmal testen. Gibt es immer einen Probierteller. Ja, dann hat sich das heute schon wieder gelohnt. Ich habe schon wieder die Taschen voll mit Süßkram. Aber dass man das alles probieren konnte, wirklich jede Sorte von diesen ganzen Kekskrams, das fand ich klasse. Also das ist echt super. 500 Meter vom Radweg weg. Lohnt sich auf jeden Fall. Ui, Kupfsteinpflaster. Irgendwie ist von allem was dabei heute. Schönster Asphalt, Kopfsteinpflaster, unbefestigt. Oh, ich bin hier echt lange nicht mehr gewesen. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier mal wieder lang fahre. Das verstehe ich auch nicht. Ne? Da kommt eine Kurve. Da guckt man doch, ob jemand kommt in der Kurve. Nein, der guckt geradeaus und ist dann ganz überrascht, dass da jemand um die Ecke kommt. Jetzt sind wir in Jena. Das ist hier Lena Lobe da, dieses bekannte Neubaugebiet, was man auch von der Autobahn aussieht. Da hat man ja einen künstlichen Tunnel geschaffen. Das heißt, man hat praktisch über der Autobahn Erdreich aufgeschüttet und zwei Tunnelröhren da rein, dass die Autobahn praktisch jetzt unter mir gleich lang geht. Das hat man als Lärmschutz gemacht für die Häuser hier. So, und jetzt fahren wir praktisch direkt oberhalb der Autobahn lang. Das ist hier so eine ganz alte Brücke von der Saale. Du willst natürlich nicht hier runterfahren ins Wasser.
Das ist hier das Fußballstadion hier drüben. Das haben die auch alles ganz neu gemacht. Und jetzt sehen wir auch schon das erste Mal den Jen Tower. Das Wahrzeichen von Jena. Und das ist jetzt die Parkanlage, die jetzt bis zum Stadtzentrum führt. Richtig schön durchs Grüne, breite Wege und vor allen Dingen fernab von der Hauptstraße, weil die ist ja doch ziemlich laut. Dadurch, dass hier so ein Markt ist, sind ja natürlich auch diese Stromanschlüsse offen und auf der Rückseite gibt es ganz normale Steckdosen. Da habe ich jetzt mein Fahrrad dran gesteckt zum Laden. Das passt ja super, weil es ist nämlich nicht mehr viel drauf. So, jetzt sind wir so weit aus Jena raus. Ja, mal gucken, wie weit ich heute noch fahre. Was habe ich denn jetzt? 62 Kilometer auf der Uhr. Und wir haben es jetzt 14 Uhr 48. Naja, das bringt jetzt nichts, jetzt mit dem Zug zu steigen, weil ich eben diesen ganzen Reiseverkehr heute habe. Weil jetzt heute Freitag vor Pfingsten ist. Deswegen fahre ich einfach noch ein bisschen. Und es scheint auch trocken zu bleiben. Wenn ich so ein bisschen weiter gen Norden fahre, habe ich das Regengebiet auch so weitestgehend hinter mir. Also hinter mir könnte es durchaus sein, dass es regnet. Nochmal ein Blick zurück auf Jena. Ja, der Jentower immer sehr markant. Ein schönes Wahrzeichen. Auch eine ganz markante Stelle hier am Saale-Radweg, die Kunitzer Hausbrücke. Jo, das ist jetzt mein Pausenplatz hier. Ja, das ist ein Radweg. Eigentlich für Mofas nicht gestattet. Naja. Ja, okay, hier mache ich jetzt Mittagspause. Das ist zwar nicht direkt am Wasser, aber ich habe die Dornburger Schlösser schön im Blick. Und windgeschützt ist es ja auch. Das ist auch nicht ganz unwichtig heute. Von daher passt das. Also, Päuschen. Ach, jo. Also so in der Sonne, wenn die Sonne jetzt so ein bisschen rauskommt, ist das schon schön warm. Da kann man das schon gut aushalten. Aber so im Wind möchte ich eigentlich nicht irgendwo da still rumsitzen. Machen wir erstmal hier einen Akku tauschen und das andere ist nämlich auch gleich alle. Kleiner Tipp, dreht diese Schrauben immer gleich wieder rein, sonst verliert es irgendwann.
ist das schön, dass die Sonne noch mal so ein bisschen rauskommt. Ach, das werde ich jetzt noch ein bisschen genießen. Ich radel einfach heute, bis ich denke, die Züge sind leer. Also auf jeden Fall bis Bad Kösen. Boah, traumhaft schön. Ich sitze zwar nicht direkt am Wasser, aber das ist trotzdem herrlich hier. Zwei ganz schnelle. Aber die haben gegrüßt. Die Karl-Alexander-Brücke. Und hier hat man dann noch mal einen richtig guten Blick auf die Schlösser. Wie sie hier schön oben an der Saale drin kleben am Felsen. Jetzt ging es gleich mal ganz steil ein Stückchen rauf. Ich kannte das Stückchen, ja. Wusste, dass das kommt. Aber das kommt schon ziemlich unerwartet, weil das so hinter einer Kurve ist. Also mal doof. Ich war schon die ganze Zeit in diesem einzigsten blauen Himmelloch. Ringsrum ist alles bewölkt und nur da, wo ich gerade lang fahre, ist ein blaues Loch. Mal gucken, wie lange. Jetzt stehe ich erstmal schön an der Schranke und warte ganz brav, bis der Zug kommt. Ah, da vorne kommt er schon. Ich sehe ihn. Na, und wie es aussieht, bin ich jetzt aus diesem schönen Loch vom Himmel raus. Also blauer Himmel ist jetzt weg. So, jetzt gibt es hier ein schönes Plätzchen mit einer Aussicht. Mal gucken wir mal, ob man hier was sieht. So, jetzt tauchen die ersten kleinen Weinberge auf. Das wird jetzt auch immer mehr werden, denn wir kommen jetzt in die Region des Saale und Struth Weinbaugebietes. Mal schauen, vielleicht habe ich Glück und es hat irgendwo noch eine Weinwirtschaft auf oder sogar Weingut Zahn, dass ich da ein schönes Plätzchen kriege. Unten am Wasser, da würde ich tatsächlich ein kleines, wirklich nur ein kleines Weinchen noch trinken. Schauen wir mal, ob ich irgendwo jetzt hier was kriege.
auf. Das sieht alles so dunkel aus. Mal gucken. Ja, das sieht so aus, als hätte ich jetzt hier freie Wahl. Schönen guten Abend. Habe ich freie Wahl? Ich würde auch nur ein Weinchen trinken. Wo hat man denn den schönsten Blick? Ich glaube von hier. Das ist doch nett hier, oder? Ah, fein. Hier lasse ich es mir jetzt gut gehen. Wir ein schönes Weinchen trinken, so ein schönes Päuschen noch mal machen. Und dann schaffe ich auch die letzten Kilometer bis Naumburg hoffentlich sehr beschwingt und beschwipst. Ich habe ja nicht so viel gegessen, also das Weinchen wird schon ordentlich reinhauen. Das sieht nicht nur lecker aus, das schmeckt auch total lecker. Und vor allen Dingen frisch gemacht, also nicht irgendwie so ein Fertigscheiß, sondern richtig lecker. Und mit so einer Aussicht kann man das Essen wirklich genießen. Der beobachtet mich jetzt hier schon die ganze Zeit. Der lag jetzt die ganze Zeit hier hinter mir und hat aufgepasst. Der lag schon da, als mein Essen kam. Da war ich nämlich gerade auf Toilette. Als ich zurückkam, stand mein Essen da. Und der Hund lag daneben. Also auf dem Fußboden, nicht auf dem Tisch natürlich. So, und jetzt sitzt er die ganze Zeit da und jetzt ist er hier mal hier nach vorne gegangen in der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht eher beachte. Aber nein, jetzt trollt er sich. Oh Leute, ist das schön. Einfach nur perfekter Abschluss dieses Tages. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist zum Beispiel der hauseigene Weinberg vom Weingut Zahn, der Kratsche Dachsberg. Auch da gibt es Weine von, die sind dann aber so ein bisschen teurer, ne? Diese Lagenweine. Ich hatte jetzt einen Grauburgunder, einen ganz normalen, der war sehr lecker. Aber ich habe auch schon von Weingut Zahn andere Weine gehabt, die dann auch direkt aus, vom Weinverkauf aus dem Laden dort waren. Und da kostet dann die Flasche auch mal eben 12,50 oder mehr, wobei das für einen guten Wein auch immer noch okay ist. Aber ich bin jetzt nicht so ein Weinkenner, dass ich da jetzt einen Unterschied erkenne zwischen einer Flasche, die 12 oder 15 Euro kostet und einer, die 5 Euro kostet. Also tut mir leid, das übersteigt meine Kompetenzen. Aber wenn ich hier bin, dann trinke ich schon ganz gerne mal dann einen Wein direkt vom Weingut. Die verkaufen ja auch im Restaurant nur die eigenen Weine. Und das ist schon sehr lecker. Also es war wirklich schön, da jetzt noch mal zu sitzen, was zu essen, was zu trinken. Aber ich habe ja kein Gepäck und ich habe auch noch genug Akku. Deswegen würde ich, glaube ich, heute mal über die Burgen fahren und mir das Ganze mal von oben anschauen. Habe ich lange nicht mehr gemacht.
So, und da geht es jetzt hoch zu den Burgen, denn das ist hier der offizielle Saale-Radweg hier hoch. Die eine Burg ist eine Ruine, da passiert nichts mehr. Aber die zweite Burg da hinten, da gibt es sogar noch ein Restaurant drauf. Also das fährt sich bis hoch ganz gut, bis auf das erste Stück Kopfsteinpflaster. Und jetzt eben war es mal ein bisschen kaputter Asphalt, aber das geht jetzt wieder ganz gut. Das ist ja auch die offizielle Straße hoch zu den Burgen. Da hinten kann man jetzt Bad Kösen erkennen, man kann sogar das Gradierwerk erkennen. Hier unten fließt die Saale in so großen Schleifen. Und da drüben ist Saaleck und da ist die Rudelsburg. So, das ist jetzt hier das böse Stück. Das muss man schieben, das ist nicht weit, das sind so 100 Meter oder so. Das ist wirklich nur ein Wanderweg, das ist also wirklich hier dieses Muschelkalkgestein mit Stufen drin und so. Das ist für Leute, die mit dem Mountainbike hier runterheizen wollen, sicherlich eine schöne Geschichte. Aber jetzt muss ich das hier nicht haben. Es wird unten dann besser, aber das hier, das ist heftig. Da sind hier Absätze drin, also. Wow. So, ich knicke euch mal ein bisschen runter, da seht ihr das besser. Da muss man schon das Rad gut festhalten mit beiden Bremsen. Und selber noch aufpassen, wo man hintritt. Wie gesagt, das ist der offizielle Radweg. Der inoffizielle Radweg, der geht unten auf der Straße lang, durch die Orte durch. Das ist nicht weiter wild, da kann man gut fahren, da ist jetzt auch nicht so viel Verkehr und außerdem ist das 30-Limit. Und die Autos können auch nicht überholen bei Gegenverkehr, also macht euch da keinen Kopf, das könnt ihr gut fahren. Und hier muss man es halt schieben, mal eine ganze Weile. So, das wird jetzt gleich besser hier. So, und ab hier werde ich jetzt mich langsam und gemütlich Richtung Bad Kösen runterrollen lassen. Gab es mal eine Brücke hier über die Saale, aber die gibt es nicht mehr. Die hat man dann abgerissen und nie wieder neu gebaut. Überall sitzen hier welche in Uniform. Mit diesen ganzen Leuten in Uniform, dass hier irgendwas ist heute. Eine Frage, was sind das für Uniformen? Was bedeutet das? Wir sind alle von Studentenverbindungen von Kösener Seniorenkonventsverband und wir haben immer zu Pfingsten oder ja zu Pfingsten unsere Tagung hier. Und das sind die Uniformen. Etc. pp. Trägt man halt so sowas. Okay. Auch okay. Mützeband. Ja, aha, okay, also statt den Studentenverbindungen. Genau. Genau, weil das sind ja schon ältere Studenten dabei. Alte Herren. Genau, das genau. Finanziert sich ja auch nicht alles von nur ja, Studenten. Ja, aha, alles ja. Klar. Okay. Ist jedes Jahr zu Pfingsten hier in Bad Kösen. Aber hier gibt es eine Uni oder irgendwas hier in Bad Kösen? Nee, aber unser Dachverband hat sich, ist halt hier immer getagt auf der Rudelsburg oben. Ja. Und halt seitdem machen wir halt Kongress und Kommerz machen wir den
beides hier unten und halt so ein paar Tagungen und Veranstaltungen sind auch oben, dann bis halt immer donnerstags, freitags. Ja, ja. Und die Studenten kommen von überall? Überall. Wir sind aus Jena, manche sind aus Würzburg, ja, Halle, ja. Leoben, Graz, Wien. Wow. Schweiz, Österreich, Deutschland und auch teilweise baltische Länder sind auch dabei. Nicht schlecht. Okay, supi. Ja, wieder was gelernt. Dankeschön. Genau, tschüss. Ja, ihr habt gehört, wieder was gelernt. Da stehen schon die Schilder. Herzlich willkommen zur Saale Weinmeile. Naja, hoffentlich haben die einigermaßen Wetter. Morgen soll es ja nicht so dolle werden. Aber wenn dann hier die ganzen kleinen Weingüter aufhaben und so, das ist schon schön. Hier stehen schon die Toilettenwagen. Ja, da wird hier schon ordentlich vorbereitet. Da gibt es hier überall so kleine Winzer und so. Die machen hier alle schon alles fertig für morgen. Ah ja, das ist schon eine schöne Gegend hier auch. Da wird ordentlich vorbereitet hier. Bitches Garten, auch alles mit Tischen und Bänken schon vorbereitet. Boah. Ja, das sollte man sich vielleicht mal nicht entgehen lassen und sich mal anschauen, was hier alles los ist auf Saale Weinmeile. Vor allem, weil man ja gut mit dem Zug von Erfurt herfahren kann, muss man ja nicht Auto fahren und kann da auch ein, zwei Weinchen trinken. »22 Jahre Saale Weinmeile«. Jo, die ersten sitzen schon, die sitzen schon für Morgenprobe. Für mich auch eine der schönsten Weinstuben hier, der Saalhäuser Weinberg, weil man hier auch einfach den schönsten Blick hat. Das ist hier einfach, ja, super. Und gleich kommt eben auch das markante Wahrzeichen hier von dieser Weinregion, vom Saale-Unstrut-Wein. Ah, der hat sich hier die beste Lage gesichert wahrscheinlich. Hier an der Seite wachsen dann immer Weinstöcke und da wird dann immer erklärt, was das für eine Sorte ist. Also gibt es dann die verschiedenen Weinsorten, die dann hier wachsen. Das ist hier so das Aushängeschild vom Saale-Unstrut-Wein. Ein ganz beliebtes Fotomotiv. Immer wieder schön hier durchzufahren. Auch hier ist natürlich morgen Halligalli. Und mit diesen letzten Bildern vom Saale-Radweg werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war eine echt schöne Tour. Hatte ich gar nicht so damit gerechnet, aber da waren so ein paar Sachen drin, mit denen man ja nie rechnet. Das Wetter hat dann noch mal mitgespielt. Dieser wunderschöne Abschluss da in dem Restaurant von Weingut Zahn. Dann der Fabrikverkauf von De Beukeler. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und habt euch lieb. Und bis zum nächsten Mal. Und natürlich nicht vergessen, Abo, Like und kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn es nur ein Smiley ist, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort von mir. Und damit tschüss.